Moin Moin, jetzt wurde von mir heute einmal zu diesem Push-Game, das Quick-Push-Game, Challenge-Game, wie auch immer, ist eigentlich ein Autistenspielzeug und kommt hier in einer, ja, ein bisschen anderen Aufmachung daher. Und im Endeffekt ist es eigentlich ein Spiel, was sehr viel Freude bereiten kann, meiner Meinung nach. Und auch relativ simpel und einfach erklärt und funktioniert es. Wir haben hier einmal unser Gerät, diesmal eine kleine Bärenversion. Auch hier entsprechend die kleinen Bären auf dem ganzen Controller drauf. Und es geht darum, eben diese Bubbles hier reinzudrücken in einer bestimmten Reihenfolge, die durch Licht vorgegeben wird. Immer wenn ein Level zu Ende ist, drückt man das Ganze hier nach innen und dann kommen die kleinen Bubbles wieder nach oben. So, wir werden uns das natürlich auch einmal in Action angucken. Wir machen hier mal schnell einmal auf. Setzen entsprechend Batterien ein. Die haben wir hier schon parat. Und dann schauen wir uns das Ganze doch einfach einmal an. Wir werden jetzt hier direkt mit Sound begrüßt. Den werde ich ausmachen. Und dann haben wir hier unterschiedliche Modi, zwischen denen wir hier uns was aussuchen können und uns da so durcharbeiten. Wir nehmen jetzt auch mal den zweiten, drücken das Ganze rein und drücken das rein und dann geht's los. Es geht darum, wirklich auf Geschwindigkeit hier die entsprechenden Bereiche einzudrücken und nicht einen falschen zu machen. Und jetzt haben wir das erste Level geschafft, alles blinkt, so, Level Upgrade und dann geht's weiter. Und das geht dann so lange, bis man einen Fehler macht. Wenn man da sich ein bisschen noch Druck machen will, macht man den Sound eben an. Der pusht ganz gut. Ist nicht so mein Ding. Ich finde es so deutlich entspannter, gerade auch mit den Geräuschen von diesen Bubbles. Das ist meiner Meinung nach eine sehr ruhige und entspannende Sache, die man sich hier machen kann. Und wir machen jetzt auch mal einen Fehler, um zu sehen, was passiert. So, jetzt blinkt alles und wir werden zurück auf Level 1 zurückgesetzt. So, und im Endeffekt ist es das auch schon. Und meiner Meinung nach ein sehr nettes, kleines Ding. In dem Design auf jeden Fall auch sehr süß. Da gibt es ganz andere Modelle. Mit dem kleinen Bären hier und dem Braun. Das ist sehr beruhigend. Hier oben noch ein kleiner Bär oben drauf, der uns dabei unterstützt und uns anschaut. Also eigentlich ein ganz solides Ding.